Liebe Zuschauer, die Citigroup befragte wieder Anleger und Investoren nach ihren Einschätzungen zu Aktien, Goldzinsen und Öl. Und genau in diesen zwei Wochen legte der DAX eine ordentliche Fahrt hin. Von 12.700 ging es auf 13.1 und wieder zurück auf 12.800. Da braucht man gute Nerven. Was waren die Auslöser? Was erwarten die Anleger für die nächsten Wochen und Monate? Machen wir den Realitätscheck mit Dirk Hess von der Citigroup. Schönen guten Tag, Herr Hess. Hallo, Frau Ehrhardt. Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist im Investmentbarometer Ihres Hauses abzulesen, dass Aktien seit einem halben Jahr in der Anlegergunst verlieren. Und wenn wir aktuell auf den Kurszettel schauen, dann sehen wir auch warum. Aber üblicherweise ist es ja so, wenn die Aktienkurse stark fallen, es profitiert eine andere Assetklasse. Entweder steigen dann so lehrbuchmäßig die Anleihekurse oder es tut sich was am Devisenmarkt oder Gold profitiert. Derzeit nichts dergleichen. Das würde ich so nicht ganz unterschreiben. Also ein stimmt klar, seit einem halben Jahr ist das Sentiment für Aktien eher negativ. Also so richtig an eine weitergehende Host glaubt keiner. Profitieren denn die anderen Assetklassen davon? Nein, das tun sie nicht, wie Sie schon gesagt haben. Das muss auch nicht unbedingt so sein. Also es ist, wir kennen ganz, ganz viele Phasen letztendlich im Zeitablauf, wo eben nicht diese ja, negative Korrelation zwischen Aktien, Anleihen oder Aktien und Gold, wo man das dann wirklich beobachten kann. Wir haben momentan, glaube ich, wir hatten mal eine Phase, erinnern wir uns, so 2008, wo alles gestiegen ist, also bevor dann Lehman kam, wo auf einmal alles nach oben ging. Jetzt haben wir eine Phase, wo ein, würde ich mal sagen, ein breites Desinteresse herrscht. Gold ist ein bisschen moderat, da hat keiner momentan so eine richtige Meinung zu, obwohl wir genug Krisenszenario hätten. Bei Öl sieht es anders aus. Ich würde sagen, da haben wir momentan durchaus ein sehr starkes Interesse. Das werden wir ganz sicher später auch noch in der Detailansicht sehen. Ja, und Zinsen, da tut sich ja gerade nicht viel. Ich meine, die Nachricht, die von der EZB gesendet wird, ist klar. Ja. Von daher, muss man nicht akut auf dem Schirm haben. Wunderbar, ja. Das ist eine richtige Aussage. Dröseln wir es mal auf und schauen mal zunächst auf die Aktien. Und sehen, naja, Aktienmarkt Europa für den kurzfristigen Blick sind, wenn wir zusammenfassen, 3/4 der Befragten nicht optimistisch, sind nicht alles Pessimisten, 64% immerhin halten ihre Anteile. Was überraschte war so ein bisschen der mittelfristige Blick, da wird das Optimistenlager wieder größer, wie passt das zusammen? Ja, das hat ja mit der Struktur der Teilnehmer zu tun. Muss man auch dazu sagen, das waren diesmal deutlich weniger als normal. Ich weiß nicht warum, vielleicht hängt es mit der Urlaubssaison zusammen. Von daher weiß ich nicht, wie repräsentativ das Bild denn so ist, verglichen mit den anderen Umfragen, im Vorquartal beispielsweise. Warum ist das so? Sie wollen halt einfach nicht momentan. Sie sagen, der Markt hat keine Impulse. So würde ich sehen. Keine Impulse, das ist ein bisschen anders im Ölmarkt. Wenn man hier mal schaut, aktuelles Investmentverhalten, da sind die Ölinvestoren auch recht verhalten, obwohl eine steigende Zahl, nämlich 45% gegenüber 32% im ersten Quartal, steigende Ölpreise erwartet. Nichtsdestotrotz, zwischen Erwartungen und Tun, wie sie dann irgendwie strategisch vorgehen, ist eine Diskrepanz. Ja, das ist richtig. Es muss ja nicht unbedingt so sein, dass wenn ich einen positiven Ausblick habe, dass ich dann auch unbedingt gleich investiere. Oftmals halte ich ja auch mein Pulver trocken. Das könnte zum Beispiel auch beim Aktienmarkt der Fall sein, dass ich einfach nicht investieren möchte. Immerhin 27%. Also sagen wir investieren noch in Öl. Von den 55, die sagen halten, wissen wir nicht, wie viel schon überhaupt eine Position haben. Wir haben ja schon einen positiven Ausblick in der letzten Umfrage gehabt. Okay. Also es ist durchaus möglich, dass hier der eine oder andere investiert hat. Auch ich nehme an der einen oder anderen Umfrage teil, wo ich eine Meinung abgebe. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt immer unbedingt auch investiert bin, wenn ich positiv bin. Das hängt oftmals von viel mehr Faktoren ab, als nur von meiner jetzt unmittelbaren Meinung, wie es in den nächsten 3 Monate weitergeht. Bei Gold hatten die Anleger, die befragt wurden über einen Zeitraum von 2 Wochen, wie gesagt, anscheinend den richtigen Riecher. Die meisten sind da sehr verhalten und die aktuelle Entwicklung gibt ihnen recht. Der Goldpreis profitiert in keinster Weise von der Besse am Aktienmarkt, fällt selber noch.
Ja, von daher muss ich sagen, wieder Glückwunsch an diejenigen, die es richtig sehen. Gold kriegt keine Impulse momentan. Es sind relativ wenige Impulse da. Selbst bei den größeren Krisen, den wir vielleicht im ersten halben Jahr schon gesehen haben, waren wir uns alle einig, es kommt fast kein Impuls. Der nächste große Impuls wird wahrscheinlich eher die Zinszeit in den USA sein, wo man sich auch fragt, wie viele Zinserhöhungen, wie viele Zinsschritte wird es noch geben und wann wird dann auch das Edelmetall davon betroffen sein oder stärker davon betroffen sein, weil man sieht ja die ersten Effekte auf den Goldpreis beziehungsweise auch auf den Absatz. Die Zinsseite ist die Seite, die am wenigsten überrascht. Klar, Mario Draghi hat sich festgelegt, da muss man sich jetzt nicht akut drum kümmern. Aber was überraschend ist, wie das die Erwartungen an die Zinsen in Europa produktseitig umgesetzt werden. Und da sieht man einen fulminanten Anstieg dieses Grauen. Das ist Ihre Branche, Zertifikate und strukturierte Anleihen. Dabei wären doch gerade in den letzten Wochen und insbesondere im Umfragezeitraum eigentlich auch Staatsanleihen eine gute Idee gewesen. Ah, muss man aufpassen bei Staatsanleihen. Die Zinsen neigen ja dazu zu steigen. Das heißt, wenn ich eine Staatsanleihe habe, fallen erstmal die Kurse. Da habe ich mittelbar erstmal einen Verlust in meinem Portfolio, wenn ich jetzt eine Staatsanleihe gekauft habe. Von daher, klar, wenn ich sage, ich kaufe heute und halte bis zur Fälligkeit, dann ist okay, dann locke ich meine meine Rendite auch ein. Wenn ich es allerdings nur mittelfristig oder kurzfristig halten will, dann hätte ich erstmal einen Verlust durch die durch den Kurs. Ich glaube, es ist schon richtig, was die meisten machen. Sie haben Tagesgeld. Über 40% sagen, ich halte ein Tagesgeld. Das macht Sinn. Warten vielleicht, bis auf der Zinsfront insgesamt ein bisschen mehr zu sehen ist, um dann eventuell anzulegen. Aber alles in allem sind es momentan für die meisten Investoren keine Renditebringer. Das muss man einfach so sehen. Ja. Und vielleicht dazu, Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche. Klar. Die strukturierten Anleihen profitieren natürlich von einem steigenden Zinsmarkt. Ja. Hier habe ich wiederum mehr Möglichkeiten als Emittent, bessere Renditen, also die Rendite, die ich in der Anleihe habe, eventuell durch eine strukturierte Anleihe oder durch andere strukturierte Papiere einfach umzuwandeln in ein besseres Risikorenditeprofil für den Anleger. Schauen wir nochmal auf den mittelfristigen Blick bei den Aktien. Wie erklärt sich da dieser steigende Optimismus? Wir sprachen es schon kurz an. Es ist ja kein steigender Optimismus. Ich meine, das Sentiment ist ja eher ganz im Gegenteil. Ja. Wir sind jetzt bei 21% auf die drei Monate. Ach, Sie meinen auf die... Hier, bei den mittelfristigen. Die mittelfristigen, die würde ich... Die werte ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Aus dem Grund heraus, es sind hauptsächlich Aktienanleger, die befragt werden oder Kapitalmarktteilnehmer, die haben Aktien, die haben mittelfristig immer ein positives Sentiment. Das wird immer so sein, weil sie optimistisch sind und weil sie grundsätzlich optimistisch sind und weil Aktien für sie einfach zur Geldanlage dazugehört. Ich konzentriere mich bei der Interpretation dieses Barometers immer auf den kurzfristigen Bereich. Das gibt mir viel mehr Tendenz, wo der Markt in den nächsten drei Monaten hinzugehen scheint, zumindest aus Sicht der Befragten. Okay, dann machen wir das mal zusammen auch nochmal beim Öl. Auch mittelfristig erwarten die meisten steigende Kurse und die längerfristige Entwicklung gibt Ihnen recht. Nun sehen wir schon wieder erste Analystenkursziele, 100, 120 Dollar. Also ist auch schon wieder relativ viel Übertreibung im Markt, zumal nachdem die OPEC jetzt sich festgelegt hat auf eine Erweiterung der Förderung, angetrieben von Donald Trump, der sagt, könnt ihr bitte machen. Ja, ich meine, das ist das, was die nächsten drei Monate erwartet wird. Was wir auch gesehen haben, es ist ja schon stark wieder angestiegen. Ich meine, vorher waren dies knapp, glaube ich, 32%. Von 32% der Optimisten auf 45% der Optimisten ist ein starker Anstieg dessen. Hat mit dem Sentiment zu tun. Wir haben bei Öl ein positives Sentiment. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Na, mal sehen, nicht, dass all die Optimisten in die Falle laufen. Das Gegenteil war der Fall. Der Ölmarkt ist weiter gestiegen durch viele auf einmal externe Faktoren, die zum Zeitpunkt der vorletzten Umfrage noch nicht im Markt waren. War Optimismus da? Jetzt sind noch ein paar Sachen mehr gekommen. Es ist weitergelaufen. Ob Donald Trump jetzt die OPEC bittet, mehr zu produzieren, bittet. Ich muss sagen, die OPEC ist schon
relativ, na, unabhängig kann man nicht sagen, aber sie haben gesehen, dass die Preispolitik, die sie betrieben haben, die seit 2016 eigentlich wurden ja die Beschlüsse gefasst, 2017 umgesetzt, 2018 erweitert, die haben ja genau das gebracht, was die OPEC erwartet hat. Mhm. Einen positiven Trend im Ölmarkt. Gleichzeitig natürlich haben wir in Iran mit Ausfällen. Wir haben noch weitere Ausfälle in Mittelamerika. Das alles hat den Ölpreis weitergetrieben. Von daher, Trump müsste ja nicht froh sein, weil all das, was passiert, ja seine Schieferölindustrie im Nachhinein ja deutlichen Auftritt gibt, als das zuvor der Fall war. Es haben ja ganz viele Schieferölproduktionen ja schließen müssen, die jetzt immer weiter wieder eröffnet werden oder neu erschlossen werden. Warten wir mal, was die OPEC macht. Die Anleger glauben, die nächsten drei Monate wird der Ölpreis eher positiv tendieren. Was nicht heißen muss, dass am Ende der drei Monate der Ölpreis weiter gestiegen ist. Das heißt, der Ölpreis wird jetzt erstmal positiv laufen. Das kann in einem Monat sein, danach kann er zwei Monate fallen. Aber die Tendenz, die Erwartung ist, in den nächsten drei Monaten sehen wir irgendwann in den drei Monaten höhere Kurse, als wir es zum Zeitpunkt der Umfrage hatten. Gucken wir nochmal beim nächsten Barometer, wie es dann ausgegangen ist. Also Aktien und Öl werden da nochmal die spannendsten Themen sein. Wenn wir jetzt mal aufs Gesamtklima schauen, dann haben wir jetzt ein Klima von 22. Ein Investitionsklima nach allen angesparten Gesamt mit einem Wert von 22. Das ist so ungefähr das, was im Vorquartal auch herauskam. Genau, ja. So, hier. Was sagt das aus? Also das Barometer wird so errechnet, dass wir in jeder einzelnen Assetklasse zwischen minus 100 und plus 100 sein können. Nur wenn alle Investoren im kurz- und mittelfristigen Bereich positiv sind, dann haben wir plus 100. Wenn alle beispielsweise im mittel- und kurzfristigen Bereich negativ sind, also sinken sagen würde, wären es minus 100. Und alles zwischendrin wird aggregiert. Das heißt, vom Prinzip her sagt die 22, die wir jetzt insgesamt haben, ist schon deutlich von den Hochständen weg, ist so ein bisschen in der Mitte aller Umfragen über die ganzen Jahre hinweg, aber sagt halt nichts über die Einzelpositionen aus. Vom Prinzip her ist das negative Sentiment im Aktienbereich aufgefangen worden durch das positive Sentiment im Rohölbereich. Mhm. Insgesamt, ja, mit 22 sind wir so im verhalten optimistischen Bereich, nennen wir es mal so. Ah, das ist doch schon mal was. Ich meine, wenn man negativ wäre, dann haben wir ein anderes Problem. Dann haben wir wirklich eine ganz, ganz üble Stimmung in allen Assetklassen durch. Ja. Das sollte vielleicht nicht passieren. Ja. Also Handelskriege oder Handelskonflikte hin oder her, soweit sollte es nicht kommen. Zu den Motiven des Investments, gerade wenn wir mal auf die Zertifikate schauen. Beim letzten Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie kurzfristig die Anleger auf Spekulationen gesetzt hatten. Das ist immer noch viel recht spekulativ, aber es haben sich die Motive, wie wir es zum ersten Mal seit langer Zeit sehen, eher so angenähert. Das ist ein bisschen ausgewogener geworden, kann man so sagen? Also es ist nicht mehr so Wild West? Ja, es ist schwer zu sagen, was den Einzelnen dazu getrieben hat, so abzustimmen. Beispielsweise der Rot ist Investition in schwer zugängliche Märkte. Jetzt fällt mir außer Bitcoin im Moment kein schwer zugänglicher Markt ein. Treibt es jetzt, und das sind auch noch Produkte, die wir nicht haben, was dafür spricht, dass diejenigen, die wir befragen, wirklich breit aufgestellt sind. Aber dann gleich so wieder anzusteigen, ich denke mal, das ist so ein bisschen ein Hygienefaktor. Da wird noch ein Kreuz gemacht, weil man noch ein Kreuz machen muss. Insgesamt passt es schon, dass man sagt, ich kann über Zertifikate in Märkte investieren, in die ich normalerweise nicht investieren kann. Einfach Transparenz und vor allem auch sehr, sehr günstig mit einer hohen Liquidität gepaart. Das spricht ja für die Produkte. Vielleicht hat jetzt diesmal jemand den Haken gesetzt, den vorher nicht gesetzt hat. Das sind ja insgesamt etwas des Positives, was ich überhaupt mit meiner Industrie dem Anleger gegenüber darstelle. Ich würde es nicht überbewerten. Da müssten wir dann nochmal in die Einzelbefragungen reingehen. Das können wir leider nicht. Okay, Dirk Hess, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, das Investmentbarometer der Citigroup ergab gerade, dass ungefähr 75% der befragten Anleger, nicht gerade optimistisch, fast sogar pessimistisch kurzfristig für Aktien sind. Und der Blick auf die Kurstafeln gibt ihnen momentan recht. Aber was auch abzulesen war, mittelfristig sind deutlich mehr Anleger optimistisch für Aktien. Und vor allem der Ölmarkt, die sprudelnden Ölpreise haben ihre Spuren auch bei den Befragten hinterlassen, deutlicher Optimismus. Wie es sich beim nächsten Mal anfühlt, wie es dann ausgeht hier bei der Aktionär TV.